Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall, der Whiting Bull Spiel des Monats Community Challenge. Ja, Ausgabe Nummer 3. Ich habe hier schon mal so ein bisschen was markiert, wo ich eventuell was hinsetzen möchte. Mir ist aber gerade aufgefallen, diese Stadt hier, die könnte man eigentlich auch. Das könnte man eigentlich auch zum Beispiel hier hinsetzen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann könnte ich nämlich hier oben tatsächlich den Campus vielleicht hier hinstellen. So, das wäre doch vielleicht auch eine Möglichkeit, wie man etwas machen könnte. Dann hätte ich hier auch so ein schönes Dreier gespannt, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen boosten. Grundlegend. Mein Plan sieht aktuell so aus. Mit diesem Siedler würde ich gerne hier eine Stadt gründen. Hier oben. Und mit dem Siedler, der da entsteht, der soll hier eine Stadt gründen. Die beiden Siedler, die hier gründen, sollen an diesen beiden Stellen, wobei das hier erstmal wichtiger wäre als das hier. Muss ich mal gucken, wo ich die baue. Ich werde, glaube ich, auch Magnus jetzt schon mal nach hier oben verlegen, weil dieser Handwerker hier, der soll ja hier diese Eisenmine erschließen und dann vielleicht auch schon diesen Dschungel hier abholzen, um den Campus hier ein bisschen zu boosten. Ich brauche Magnus ja eigentlich hier quasi gar nicht mehr. Das heißt, ich kann ihn, würde ich jetzt mal so vermuten, nach hier oben verlegen. Dauert 5 Runden. Der Siedler wird aber eh in 3 Runden fertig. Passenderweise kann ich auch in 3 Runden die Karten wechseln, dass ich die Siedler nicht mehr boosten muss. Da kann ich hier auch vielleicht schon mal ein paar Handwerker erstellen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Hier ist ja Campus und hier das Monument aktuell am Start. Ja, dieses Geländefeld würde ich natürlich erst gerne platt machen und dann als Boost nutzen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Schauen wir mal. Ich klicke mal auf nächste Runde. Ich bin mal gespannt, wie sich die Barbaren verhalten. Er da oben macht natürlich einen Abgang. Das habe ich mir schon fast so ein bisschen gedacht. So, ja, wir gehen mal diesen Weg hier. Der Bogenschütze kommt natürlich als Eskorte mit. Vielleicht kann ich diesen Speer auch noch schön abfangen. Ansonsten habe ich hier tatsächlich gerade gar nichts wirklich zu tun. Wie kann eigentlich jemand mit denen so zerreden sein? Dass die überhaupt schon gefunden haben, das ist eigentlich schon fast eine Frechheit. Ein Mann auf einem Pferd überragt andere sowohl spirituell als... Ja, die Klassik. Die Klassik. Wer kennt sie nicht? Die gute alte Klassik. Ein Zeitalterpunkt. Unsere Forschung ist fertig. So. Da haben wir den Speer. Wir sehen ihn. Das ist gut. Ich glaube nicht, dass er lebend da ankommen wird, wo er gerne ankommen möchte. So, was möchten wir als nächstes machen? Möchten wir irgendetwas im Bereich Fische machen? Habe ich hier etwas, was ich modernisieren könnte? Ja, in der Tat. Hier hätte ich einmal Krabben. Und das war's. Ja, gut. Einmal Krabben. Das ist jetzt nicht so das wirklich Gelbe vom Ei, aber ich habe hier hinten auch tatsächlich aktuell keinen wirklichen Bonus. Richtet einen Handelsweg ein. Ich habe, glaube ich, einen Siedler angebaut. Ich hole mir mal das Segeln, weil das dauert halt einfach mal nur eine Runde. Und der Siedler ist jetzt ja auch hier fertig. Passt schon. Kann man machen. Nicht nur unser Land, sondern auch unsere Waffen. Tapferkeit ist es, wenn... Oh, ich habe einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Ich habe Magnus jetzt aus der Stadt raus befördert. Das heißt, der eine Bürger ist jetzt verschwunden. Eieieiei. Okay, da müssen wir gleich mal gucken, aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. So, Siedlerspam hört jetzt mal gerade ganz kurz auf.
Ja, doch, 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 doch. Das könnten wir potenziell auch gebrauchen, aber ich wechsle mal das aus. So, Moment. Ist das jetzt hier dramatisch, dass hier einer verschwunden ist? Hat das hier oben nicht mal eine Wissenschaft gebracht? Ist das verloren gegangen, weil ich das modernisiert habe? Das ist aber schade. Aber die Produktionspower ist hier eigentlich ziemlich gut. Das geht schon, denke ich mal. So. Sehr gut. Genau, die Eisenmine. Die werden wir erschließen. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, dann werden wir mal hier schön einmal schießen. Sehr gut. Und hier warten wir. Nächste Runde. Eine Runde noch Geduld. Sehr gut. Das brauchen wir nicht unbedingt. Die Wassermühle hätte natürlich Vorteile, die Schwertkämpfer aber möglicherweise auch. Fahre ich meine Risikoschiene weiter, dass ich gar nicht so wirklich auf Militär gehe? Ich fürchte tatsächlich ja. So, wie machen wir hier weiter? Ein weiterer Gesandter hätte natürlich Vorteile. Das hole ich mir mal. So, ein Händler wäre hier in einer Runde fertig. Das heißt, wir könnten uns dadurch zum einen den Bonus auf die Währung holen. Und zum anderen würden wir hier einen kostenlosen Gesandten kriegen. Ja. Wie lange würde ein Handwerker dauern? 2 Runden. Okay. Dann hole ich mir erstmal einen Handwerker. In 29 Runden holst du dir das. Okay, ich brauche in 3 Runden die Karte, damit ich mir dieses Geländefeld hier günstiger kaufen kann. Das dauert mir sonst ja hier ewig. Das kann ja schon mal gar nicht sein. Das hier werden wir auch gut boosten können. Ja, doch, doch, doch. Es läuft. Vielleicht können wir hier oben dann einen Handwerker kaufen, der dieses Vieh dann wegmacht. Wie sieht es eigentlich aktuell aus? 10 Technologien haben wir erforscht. Was hat sie? Ist immer noch bei 19, hier bei 20 mittlerweile. Ja, vielleicht maximal bei 21. Also, wir holen mächtig auf. Die KI sollte aufpassen. Allerdings würde ich natürlich noch gern das Nebenziel erfüllen und eine Hauptstadt Unsere Bevölkerung wächst. mir snacken. Ja, die Bevölkerung wächst, das ist schön. Hier wird mehr Wohnraum benötigt. So. Ach, was ist das denn hier, Freunde? Möchtest du jetzt echt verhindern, dass ich da eine Stadt gründe? Das glaubst du doch wohl alleine nicht. Das glaubst du doch wohl alleine nicht, dass du, Speer, das verhindern kannst. Also ich glaube, es geht los. So, Siedler, dann würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch, eine neue Stadt. Leute, hier ist ein Dorf. Alles klar. So, hier wird mehr Wohnraum benötigt. Okay. Was ist, wenn ich in dieser Stadt den Nahrungsfokus mache? Gar nichts. Das ist der Stadt einfach mal egal. Okay, warum denn nicht? Handwerker 16 Runden. Eieieiei. Okay. Ja.
Er ist nächste Runde hier, das heißt, wir können hier den Campus boosten. Sehr schön. Wo schicke ich dich denn dann erstmal hin, mein Freund? Wo schicke ich dich erstmal hin? Erstmal in die Richtung vielleicht. So. Genau. 7 Runden, bis der Campus fertig ist. Mal gucken. 2 Runden. Jawohl. Das nenne ich doch mal einen Boost. Von 7 Runden auf 2 Runden. Das ist doch mal ein sehr guter Boost. So, dieses Dorf hier, das wirst du dir später holen. Du wirst nämlich erstmal diesen Siedler hier beschützen. Jetzt dauert der nächste hier schon 3 Runden. Das ist natürlich herrlich. Aber ich brauche noch einen. Ich brauche einfach noch einen. Ich sehe schon, je mehr Siedler und je mehr Handwerker man baut, desto länger brauchen wir auch. Erfinde nicht das Rad neu. Mystizismus. Ist das verwechselt? Sehr gut. So, das heißt, sollte ich dann die vielleicht erstmal rausnehmen und dafür das hier machen? Gucken wir mal, wie wir mit der Schiene hier fahren können. So, hier ist ja weit und breit nichts. Das hier ist sicherlich... Ist das eine Ebene oder ist das schon wieder hier ein Hügel? Ich weiß es nicht. Sehr gut. So, dann holen wir uns mal einfach das hier, weil eine Runde. Die Karte könnte uns auch recht nützlich werden. Ein Gesandter. Ja. Bringt uns jetzt nicht so mega ultra viel. Ich schicke ihn mal hier hin. So, nächste Runde ist hier der Campus fähig. Das ist sehr gut. Was ist denn hier nicht in Ordnung, ey? Wegen dem Wohnraum oder was? Ich könnte dieses Geländefeld hier tauschen. Was bewirtschaftet ihr hier? Das bewirtschaftet ihr nicht. Okay, Moment. Dann wird mal hier gerade getauscht. So. Dann dürfte sich das mit der Nahrung doch schon mal erledigt haben. Ja, aber hiernach muss eigentlich ein Schrein gebaut werden sofort. Ja, muss ich mal gucken. Hauptsache, der Campus steht erstmal. So, du musst noch 8 Runden warten, bis das Monument hier fertig ist. Dann werde ich das kaufen, abholzen. Dann kannst du erstmal das Kupfer erschließen, damit die Produktion hier allgemein so ein bisschen schneller geht. Das wäre doch schon mal was. So. Du Bogenschütze, du gehst zum Dorf und du wirst hier eine Stadt gründen. An dieser Stelle. Sehr, sehr gut. So, jetzt gehen wir hier aber mal auf die Schwertkämpfer. Jetzt wird es langsam mal Zeit.
So, Bibliothek, 15 Runen. Das ist natürlich enormst viel. Plus 2 Wissenschaft. Wie sieht es wissenschaftsmäßig gerade aus? 16,8. Uiuiui. Die sind ja richtig schlecht. Ich glaube, das Ziel habe ich sogar relativ bald erreicht. Kornspeicher kostet sehr, sehr... Ja, Bibliothek kostet auch so viel. Kostet doch alles so viel. Ja, aber ganz ehrlich, muss ich hier überhaupt groß auf Wohnraum setzen? Ich meine, es geht mir nur darum, so schnell wie möglich... Ach komm, ich probiere das. Es geht mir eigentlich nur um Wissenschaft hier in diesem Szenario. Eigentlich schon. Madrid einnehmen, ja. So, du wirst mal hier nach oben geschickt. Du gehst auf das Kupfer. Hier schieben wir jetzt gerade mal den Händler ein, der sofort nächste Runde fertig wird. Oh nein, ein Weltwunder. Wie konnte das nur geschehen? Oh, eine Delegation, aber gerne doch. Mein Lieber, dessen Hauptstadt ich im Visier habe. So, ach verdammt, es reicht natürlich nicht. Ja gut, dann sollte ich vielleicht... Was sollte ich denn dann boosten? Dann schicke ich den Händler hier hin, um diese Stadt zu boosten. So, bitte einmal das Kupfer anschließen für mehr Produktion. Eine Wassermühle, ja. Drei Runden. Ich mache noch einen Handwerker, weil danach kann ich dann... Ach verdammt, ich brauche 2 Eisenquellen, ne? Es sei denn, ich habe ein Lager. Ah, egal. Egal, wir machen das mal so. Na, Spanier, wie geht es dir? Dieser Handelsweg. Ja, dieser Handelsweg. Ich möchte mir eigentlich nur diesen Bonus holen. Oh, ich kriege eine große Persönlichkeit. Ach, der große Wissenschaftler. Lol, die anderen haben gar nichts gemacht. Alles klar, den nehme ich. Unsere Hingabe auf. Den nehme ich doch wirklich sehr gerne. Da haben wir das nächste dunkle Zeitalter auch schon mal abgewehrt. So, dann holen wir uns doch mal die Heureka-Momente, denn genau dafür ist er da. Die beiden Sachen sollten am besten noch angeschlossen werden und dann den letzten hier für diesen Boost benutzen. So, was haben wir denn hier Schönes in diesem Dorf? Eine Bevölkerung. Die nehme ich doch gerne. So. Oh, jetzt hast du dir das hier so schon geholt. Okay. Ich hätte aber erstmal gerne die Krabben. Ich hätte aber gerne erstmal die Krabben. So, mein Lieber, da kannst du eigentlich schon mal hier rüber gehen. Nein, nicht dahin. Nein, hierhin. Genau hierhin. So. Dann kannst du in 5 Runden nämlich auch abgehen. Es sieht gut aus. Es sieht echt gut aus.
So, dann wollen wir mal. Jawohl. Jawohl. Dankeschön. Sehr schön. Ja, der Bogenschütze kann doch mal hier die Grenze im Norden überwachen. Ja, du wartest mal hier. Schön, dass sie einen neuen Speer losschicken. Eine interessante Information. Sehr gut. Alles hat seine Grenzen. Aus Eisenerz kann man kein Gold machen. Das ist korrekt. So, mein Lieber, du gehst auch Richtung Norden. Du wirst dich bitte um dieses Steinvorkommen hier kümmern. Er bleibt ja einfach mal in Bereitschaft stehen. Ah, guck mal, jetzt haben wir doch wieder sehr viele Boni, wo wir darauf hinforschen können. Modernisiert zwei Meeresressourcen, ja? Könnte schwierig werden. Aber die Währung kann man sich schon mal holen. Bonus baut eine Wassermühle. Okay, den Belangsturm hätte ich auch gerne, um die spanische Stadt einzunehmen. Baut eine Wassermühle, könnten wir uns tatsächlich holen. Ein Lager wäre natürlich auch nicht schlecht. Das hätte hier tatsächlich was. Kann ich denn eigentlich schon... Ich könnte die hier auch einfach upgraden. Der Dude hat natürlich noch keine Stadtmauern, ne? Aber wie gut ist der technologisch? Das ist natürlich eine Frage. Wo gibt es die Karte für die Einheitenmodernisierung, dass das günstiger ist? Oder habe ich die schon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe ich die schon? Die habe ich noch nicht. Wo gibt es diese Karte? Oder ist das eine Wirtschaftskarte? Ne, das sind die beiden. Okay, keine Ahnung. Scheiß auf die Karte. Brauchen wir einen Lagerbezirk? In vier Runden ist das fertig. Den Bonus hätte ich dann doch gerne. Okay, ich baue hier in meiner Hauptstadt in drei Runden die Wassermühle, um mir den Bonus zu holen, weil ich hätte gerne den Belagerungsturm, weil der wird ja sicherlich hier bald irgendwie mal Stadtmauern drum ziehen. Weil ich bin gar nicht mehr so mega krass weit von meinem Ziel entfernt, wenn ich so krass weiter forsche. Das geht eigentlich ganz gut. Verdammt, ich sehe schon, ich habe hier gleich eine Runde Leerlauf in der Stadt. Eieieiei. Ich habe den eine Runde zu spät losgeschickt. Wir haben ja Wohnraum benötigt. Nerv nicht. Nerv doch nicht. Ja, jetzt ist es nämlich fertig. Und er braucht noch eine Runde. Verdammt.
Verdammt, ich bräuchte jetzt irgendetwas, was nur eine Runde oder so dauert. Habe ich natürlich nicht. Kann ich irgendein Spezialprojekt laufen lassen? Geht natürlich jetzt auch nicht. Oh nee, ey, ich habe mich jetzt ernsthaft um eine Runde verkalkuliert. Ach komm schon. Das ist natürlich ärgerlich. Um eine Runde verkalkuliert. Ich habe ihn eine Runde zu spät losgeschickt und ihn auch. Was ist das kürzeste? Ein Speer für 4 Runden. Was ich hier einschieben könnte. Wieso wird mir dieses Gelände... Warte mal. Tauschen. Ja, genau. Hier ist nämlich plus 2 und die beiden boosten sich dann doch auch noch mal ein bisschen. Aber ich will das hier erst abgrabbeln, um den Bonus zu bekommen. Ach, verdammt, ey. Muss ich jetzt echt gerade einen Speer machen? Ich kann es nicht ändern. Na gut, passiert. Dafür haben wir jetzt hier die Wassermühle fertig. Sehr gut. Die Klassik endet in 10 Runden. Das ist sehr schön für die Klassik. So, du wartest hier. Du gehst hier hoch, du baust die Mine. Und du wirst jetzt vielleicht ein Lager bauen. Schon mal so ein bisschen umschwenken. Warum eigentlich nicht? Oder hierhin. Ich meine, ganz ehrlich, soll ich der KI jetzt solche strategischen Meisterleistungen unterstellen? Also hier wäre es eigentlich besser, aber die KI ist so dumm. Das ist eigentlich komplett egal. Ich glaube, ich pflanze das Lager einfach hierhin. Ich meine, da arbeitet doch eh gerade keiner in der Stadt. Ja, komm, ganz ehrlich. Wir pflanzen es einfach hier das Lager hin. Ist doch egal. Die KI kriegt sowieso nicht gebacken. Geld macht nicht glücklich. Doch es gestattet uns auf Verhältnis. So, bitte noch einmal kurz warten. Nein, das wollte ich nicht. So, Freunde, bereit machen. Hier 4 Runden, 6 Runden, Campusbezirke. Ja, ach, der muss da natürlich auch noch rüber jeweils. Egal, kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. So, das Türmchen. Das Türmchen hätte ich gerne. Da ist er nämlich. Ich hab's gewusst. Da ist nämlich die Stadtmauer. Ich habe es gewusst. Da hatte ich doch ein richtiges Näschen. Er macht natürlich Stadtmauern dahin. Ja, gründ du mal deine Religion, ist mir egal. So, du hast natürlich noch 3 Aufladungen. Du könntest natürlich erstmal dann diese 4 Ressourcen hier bewirtschaften. Ich meine, wenn du gerade mal hier bist mit so vielen Aufladungen, mach das doch einfach mal. Und du parkst hier. Sehr gut. Wenn Brot die erste Notwendigkeit des Lebens ist, kommt Erholung ganz knapp dahinter. So,
Oder möchte ich jetzt irgendetwas anfangen zu spammen? Der Antike und Klassik. Das mit dem Geländefeldkauf hat sich jetzt eigentlich auch erledigt, oder? Moment, ich guck gerade nochmal. Ja, ich möchte das Menü schließen. Ja, doch, das müsste ich noch kaufen. Ne, ich müsste die beiden eigentlich noch kaufen. Du holst ja was ganz anderes und du holst dir auch was ganz anderes. Hierhin, du hier oben hin und du hierhin. Okay, alles klar. Easy going, machen wir. Das könnten wir gebrauchen. So. 13 Runden für einen Campus. Aber wenn ich das jetzt hier wegmache, zack, dauert er nicht mehr 13, sondern nur noch 10. Das hat echt nur 3 Runden gebracht. Nur 3 Runden, ernsthaft? Egal, ich könnte es ja noch weiter... Ach so, das war seine letzte Ladung. Ah, dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Du wirst bei den Spaniern ein bisschen ausspionieren, jetzt wo du hier bist. So, Magnus. Dann wander mal bitte hoch. Und zwar wanderst du bitte erstmal hierhin vielleicht. So, kommst du eine Runde danach an. Ach, Magnus, du bringst es aber irgendwie gar nicht mehr so. Also, keine Ahnung, nimmt seine Fähigkeit irgendwie ein bisschen ab, oder? Ich weiß es nicht. Also, irgendwie. In 3 Runden holst du dir das Feld. Das ist doch schön. Ui, wen haben wir denn da? Hallöchen. Da warten wir doch mal kurz in der Stadt. So, eine Schwer. Und eine Freundschaft ist abgelaufen. Oh, er mag mich. Oh, Kollege, das würde ich mir noch mal ganz gut überlegen, ob du mich magst. Deine Hauptstadt ist mein Ziel, mein Freund. So, hier muss ich gleich noch was einschieben am besten. Wie wird denn noch ein Handwerker kosten, ey? 295 Gold. Seid ihr denn des Wahnsinns? Das sind ja Unmengen, Unmengen. Ach komm schon, Leute, ernsthaft. So, die Beförderung, mein Freund, die gibt es noch nicht. Du wirst hier erst einen Barbaren killen müssen. Die Beförderung gibt es nächste Runde. So, wart mal hier. So, jetzt können wir uns hier mal anderen Sachen widmen. Zum Beispiel ein Kornspeicher. Da wir hier wissenschaftsmäßig das schon mal erledigt haben. 3 Runden. Oh, das dauert hier aber auch alles mega lange, ey. Heieiei.
Ein Speerkämpfer. 8 Runden könnte aber tatsächlich ungefähr die Zeit sein, die wir so brauchen. Bauen wir hier oben einen Speerkämpfer. Ich habe das Gefühl, das könnte klappen. Sehr gut. So, Monsieur Spanier. Wie sieht das denn hier so aus? Haben Sie noch 2 Runden? Oh nein, ich habe schon wieder hier um eine Runde verpennt. Dann stelle ich jetzt aber gerade erstmal was anderes ein. Dann baust du hier schon mal eine Runde den Kornspeicher. Wieso habe ich das vorhin da eigentlich nicht gemacht? Das war nicht sehr smart. Ich hätte einfach eine Runde was anderes bauen können. So, in einer Runde. Schwertkämpfer dauern hier 3 Runden. Ich denke mal, die Kaserne wird es tun. Schaffe mit dem Herzen, baue mit dem Geist. So sieht es aus. So, muss noch eine Runde warten, mein Freund. Sag mal, was ist denn hier jetzt eigentlich los? Hä? Wieso denn jetzt nicht mehr das Feld? Das Feld wollte sich doch die ganze Zeit holen. Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Sag mal, du holst jetzt dieses verdammte, jetzt reicht's aber hier. Dann kaufe ich dieses Feld jetzt halt. Also Entschuldigung, ich glaube, es geht jetzt hier los. Ich habe den jetzt hier hingeschickt und ich werde dieses Feld jetzt modernisieren. Und dich natürlich auch befördern. So, kurzer Zwischenstand, wie sieht es aus? Oh, 15 Technologien. 21. Nur noch 6 Technologien vorne. Ich hole rasant auf, möchte ich mal anmerken. So, hier umstellen. Alles klar. Oh. Oha. Kollege. Ich vertick ihm mal ein bisschen was. So, sehr gut. Gucken wir nochmal. Campus. 16 Runden. Das ist natürlich viel zu viel. Das geht natürlich auf keine Kuhhaut hier. So. Dieses Gelände vertonen wir uns mal eben. Dann choppen wir es mal ab. Guck mal, damit kann man doch schon mal arbeiten. Sehr gut. Der nächste Campus, alles klar. So, du bleibst genau hier. Du rennst hier wieder runter. Könntest doch das da oben bewirtschaften. Ist jetzt aber gerade ein bisschen ungünstig. Nein. Genau, da oben hin. Einmal bitte. Dankeschön. Dann kriege ich ja wenigstens noch den Bonus, wenn ich das Vieh hier kaputt mache. Auch wenn mir der Bonus eigentlich relativ egal sein kann.
In 4 Runden. Ja, passt doch. Dann brauche ich hier sogar gar nichts mehr dazu kaufen. Mensch. So, hier kann angefangen werden, Militär zu produzieren. Sehr gut. Aha. Wer sich in Konflikte einmischt, den hat schnell die Faust erwischt. Die Karte brauche ich eigentlich nicht mehr. Das heißt, ich könnte eigentlich wieder darauf spekulieren, Siedler zu bauen. Aber eigentlich brauche ich das noch. Schwierig zu sagen. Das hier wäre auch eine gute Joker-Karte. Vielleicht höchstens noch hier und da mal einen Handwerker einschieben. Zählt das auch für interne Handelswege? Bestimmt nicht, oder? Das brauche ich auf jeden Fall hier. Wir gehen dahin und dann dahin. Was machen die Spanier eigentlich? Warten die irgendwie nur darauf, dass ich hier irgendwie ihr Gekröse übernehme? Oder? Man munkelt, man weiß es nicht. Das Mittelalter. Der hat auch echt nicht viel Militär, kann das sein? Oh, er ist in einem goldenen. Das ist natürlich schön. Nehmen wir mal wieder das hier. So, dann kann es jetzt ja eigentlich losgehen, oder? Dann werde ich jetzt mal anfangen. Ich werde erstmal einen Belagerungsturm bauen. Der dauert hier nur 4 Runden. Meine Dudes hier könnte ich dann eigentlich mal upgraden. So, du kommst auch mal wieder zurück. Ohne Mathematik gibt es keine. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, wie viel kostet es? 80 Gold. Das nehme ich in Kauf. Hätten wir schon mal den ersten Schwertkämpfer. Gibt es auch ein Pünktchen für? Hier muss ich immer noch ein bisschen warten. Oh, sie haben auch Schwertkämpfer. Weiter seid ihr noch nicht, Freunde. Das ist auch ein bisschen schwach, ne? Ja, schon ein bisschen schwach. So, der nächste große Wissenschaftler. Nehme ich auch gerne. Weitere Heureka-Momente. Oh, Freunde. Also ich würde mal sagen, die KI könnte tatsächlich bald fallen. Hä? Ach lol, das ist ein Barbar. Das sehe ich ja jetzt erst. Das sind ja Barbaren. Das habe ich ja jetzt erst gecheckt. Oh Gott, ich bin so ein Noob. Ich bin so ein Noob. Aber ich bin ein Noob mit vielen Schwertkämpfern. Ja, mit 3 Stück, um genau zu sein. So, liebe Spanier, jetzt würde ich mal aufpassen. Bald komme ich. So, hier warten wir noch eine Runde, nur zur Sicherheit. Sehr gut.
So, dann gucken wir mal. Jawohl. Jawohl. Was soll man dazu sagen? Liebe KI, ich rase euch ein bisschen davon. Und hier erbitte ich mal Hilfe von den ganz mutigen Spaniern. Weil ich habe Angst. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, soll es das für diese dritte Folge auch mal gewesen sein. Gucken wir doch mal abschließend hier auf die Statistik. 16 Technologien haben wir erforscht. Er hier hat 21, da er ihn überholt hat, gehe ich jetzt mal von 22 aus. Das sind aber nur, ja, 6, 7 Technologien, die ich noch erforschen muss. Heureka-Momente habe ich gerade jede Menge bekommen. Ja, wir machen ja doppelt so viel. Ja, also die KI in Wissenschaft zu überholen ist jetzt nicht wirklich das Problem. Den Nebensieg zu erringen mit der Hauptstadt. Ich arbeite dran. Ich habe schon 3 Schwertkämpfer und einen Belagerungsturm. Den Bogenschützen kann ich auch schon mal runterschicken, ehrlich gesagt. Der soll dann auch mitmischen. Den Speerkämpfer dann auch. Ja, also wie gesagt, Technologien. Kein Problem, kriege ich hin, über kurz oder lang. Das erobern auch. Ich denke mal, das Szenario werde ich eigentlich recht easy bestehen. Wie es hier aber genau weitergehen wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann und ciao.